Einen schönen guten Abend, ihr Blutlecker und Hirnesser. Oh mein Gott! Herzlich willkommen zu Schock, 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 Tot, Tot, Tot. Drei. Jetzt ist recht. Es klappt schon besser mit der Abstimmung, ne? Ich glaube, irgendwann sind wir auch synchron. Ja, bald sind wir synchron. Bald sind wir synchron. Dann hat der Stereo-Sound. Geil. Sehr schön. Es geht weiter mit unseren Horrorfilm-Geheimtipps im Jahr 2016. Und nachdem ich hauptsächlich mit Gesellschaftskritik aufgetischt habe und du mit Asia-Horror dann angekommen bist, du hast dir was anderes für deinen Platz Nummer 12. Ja, ich habe ein bisschen rumjongliert und habe mal gedacht, komm, würfel's ein bisschen durcheinander. Wir hatten jetzt, glaube ich, doch drei vom Ton her relativ ernste oder groteske Filme. Auch wenn jetzt zum Beispiel Evil Dead Trap am Ende nochmal einen ganz bekloppten Dreh irgendwie da rausholt, geht der doch schon mehr so in die heftige Richtung. Society kannst du auch eher drüber lachen, wirklich. Ja, aber ich meine, es ist natürlich schon so ein bitterböses Lachen, ja. Und ich möchte jetzt mal für so ein bisschen für eher ein spaßiges Lachen sorgen. Ja, für ein spaßiges Lachen sorgen für Freunde des, sage ich mal, nicht ganz ernst gemeinten Zombie-Horrors, die sich unter anderem schon immer mal auch mit Return of the Living Dead erfreuen konnten und so weiter. Was ich glaube, ich ahne fast schon, was du da nimmst, ja. Naja, du. Ich weiß gar nicht, ob man den Film so wirklich großartig kennt. Ich habe ihn, wie so viele Filme, die wir hier schon präsentiert haben, habe ich ihn vor Jahren mal auf dem Fantasy-Filmfest oder auf den Fantasy-Filmfesten Nights gesehen und hatte dort eine wirklich gute Zeit mit diesem Film. Denn, und das muss man halt sagen, das ist ein Gesellschaftsfilm, also in Gesellschaftsfilm, also den sollte man am besten... Mit dem man gemeinsam am meisten Spaß hat. Ja, den sollte man am besten mit irgendwie gleich 3-4 Leuten gucken, mit ein paar Flaschen Gerstensaft oder keine Ahnung. Und gar nicht ernst nehmen, vielleicht auch so qualitativ das ein oder andere Auge mal zudrücken, denn es ist ein kleiner, feiner, ja, Zombie-Fansblätter-Film namens Dance of the Dead. Stop those things from getting the prom, then our world is over. Und wie so oft und wie so viele Zombie-Filme ist es ein Film, der vor allem halt auch die Nerds und die Geeks und Außenseiter unter uns hofiert, der sie zu Helden macht und quasi schildert, wie halt die Punkband nicht auf dem Abschlussball sein darf, der Schulrowdy nicht auf dem Abschlussball sein darf, der Held, glaube ich, noch irgendwie gerade Pizza ausliefern muss und die Geeks sowieso eigentlich, die Nerds, eigentlich keinen haben, mit dem sie zum Abschlussball gehen könnten und so weiter und so fort. Aber wie es der Zufall so will, bricht halt just am Abschlussball eine Zombie-Plage aus. Ich glaube, es geht auch wie schon, und das ist, finde ich, wieder das Schöne, da schlägt der Brücke halt wieder, der Film halt wieder so schöne Brücken zu den Klassikern und zu diesen, sage ich mal, doch eher lustig angehauchten Zombie-Filmen. Es ging, glaube ich, um einen Reaktorunfall oder irgendwie eine, ja, ich glaube, irgendeine chemische Flüssigkeit ist wieder abhandengekommen. Oh nein, das Ding ist nicht richtig zu blablabla. Ja, genau. Wer hat die Tür da aufgelassen? so ungefähr in die Richtung, die Stoßrichtung geht's. Und ja, dann wird halt fröhlich gemetzelt, ja. Und das Ganze nimmt sich nicht selbst so ernst, ist halt auch wirklich auf einem qualitativ eher niedrigeren Level. Aber wir saßen damals im Kino und wir waren auch echt, glaube ich, 3-4 Leute, die sich halt untereinander kannten, plus halt noch den ganzen anderen Haufen Verrückten. Und das war der richtig, also das war halt der Crowdpleaser, ne? Also der ist vielleicht von den Gore-Effekten oder beziehungsweise vom Kamerabild, von den Settings ist der jetzt nicht die große Wucht, ist ja auch nicht besonders clever so. Aber ich finde, was an diesem Film sehr schön ist, er nimmt seine Figuren ernst, er behandelt sie mit Respekt oder beziehungsweise so ein bisschen, er nimmt sie in den Arm und lässt halt sie quasi da groß auftrumpfen. Und das finde ich immer schon ganz cool. Es gibt ein paar schöne situationskomische Gags. Zombies werden auch mal hier mit der
mit der vollen Bassbreitseite werden die auch schon mal in die Knie gezwungen. Und es gibt eine ganz, ganz großartige Szene. Ich weiß noch nicht mehr genau, wie sie zustande kommt. Da, ich weiß nicht, vielleicht kann der eine oder andere sich erinnern, bei Return of the Living Dead, bei, weiß ich nicht, ob es 1, 2, 3 war, da gibt es diese eine tolle Szene, über die ich auch immer wieder schmunzeln muss, wenn ich an sie denke, wo die Zombies vor dem Fernseher stehen und sich dann diese Aerobic-Show angucken und dann gemeinsam da in den Breakdance irgendwie ausarten oder beziehungsweise irgendwie in den Fitness-Dance irgendwie übergehen. Und sowas Ähnliches gibt es halt auch bei Dance of the Dead, weil dann geraten sie plötzlich in... Ich meine, es gibt eine Zombie-Tanz-Szene, wo sie alle so schwufen, wo die Zombies halt irgendwie... Ja, das, sowas hast du ja auch ab und zu mal ganz gerne. War es nicht auch Return of the Living Dead, wo sie dann den Michael Jackson gemacht haben? Genau. Und da gibt es halt irgendwie, wie gesagt, ich kann mich nicht genau erinnern, aber ich glaube, das Hauptpärchen, die beiden müssen irgendwie so ganz langsam schwufen, um unter den Zombies nicht irgendwie aufzufallen oder irgendwie sowas. Also die schaffen es halt, einen humorvollen Moment so, plus gleichzeitig eine Hommage an andere Filme, wie halt auch eine Bedrohung, ja, eine richtige Spannung in diesen Moment reinzubauen. Und das hat mir damals doch ganz gut gefallen. Und natürlich, ey, da fliegen Köpfe, da werden irgendwie Arme abgerissen, Fleischfetzen rausgerissen und so weiter und so fort. Alles, was eigentlich ein vergnüglicher, ja, kleiner Biersplatter-Film braucht. So. Best Abschlussball ever. Ja, ja? Genau. We better get suited up. Can we sing a prayer? Gay? Wow, that was disturbing. Also wirklich kein besonders cleverer Film, kein Film, auf den die Welt gewartet hat. Aber wenn man mal irgendwie sich so mit einem liebevollen Low-Budget-Zombie-Streifen irgendwie den Abend vergnügen will, mit ein paar Leuten zusammen, die halt auch sowas zu schätzen wissen, dann ist der Film eigentlich echt eine kleine Empfehlung. Ja, das sind die Art von Filmen, wie du schon gesagt hast. Ne? Wenn du einige Leute dabei hast, die dann so like-minded sind, genau, ne, wo du weißt, dass ihr dann so auf den gleichen Nerv und so weiter trefft und dann... passiert was auf dem Screen, man guckt sich an und dann weiß man eigentlich ganz genau, was der andere denkt. Ja, das sind auch dann sehr schöne Erlebnisse, die ja auch ein Horrorfilm bieten kann, abseits von du bist komplett eingenommen und bist so drin, dass du so Angst um die Charaktere hast, sondern auch der Spaß. Ja, so. Wirklich, ne, ich weiß alle Facetten irgendwie fast zu schätzen. Also ich gucke mir die dramatischen an, die gefühlvollen an, also wo es vielleicht eigentlich nur so ein Mystery-Element gibt, aber im Vordergrund eigentlich irgendwie was wirklich Emotionales steht. Ich gucke mir die niederschmetternden Dinge an, ich gucke mir die ganz irgendwie abstrusen, grotesken an, aber natürlich will man auch mal irgendwann dazwischen irgendwie einen Film haben kann, also der Film sehen, wo man halt mit mehreren Leuten einfach mal, ja, Party macht, so, ja, also der Dance of the Dead finde ich war sehr sympathisch, charmant und spritzig. Und spritzig. Und damit auch ein Verdiener, das war Platz 12 bei dir, ne? Naja, das war... Oder? Ja, stimmt. Doch. 12. Platz 12. Ja. Für euch.